Nietzsche, das Christentum ist ein Relikt des Altertums. Wenn wir sonntags morgens die alten Glocken brummen hören, da fragen wir uns, wie ist das noch möglich? Dieses Glockengeläute gilt einem vor 2 Jahrtausenden gekreuzigten Juden, welcher behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Der Beweis für eine solche Behauptung jedoch blieb er uns schuldig. In unseren Zeiten wirkt die christliche Religion wie ein aus ferner Vorzeit hereinragendes Altertum. Und dass man ihr noch glaubte, während man sonst so streng in der Prüfung von Ansprüchen ist, ist vielleicht das unglaublichste Stück dieses Erbes. Ein Gott, der mit einem sterblichen Weib ein Kind zeugt. Ein Wanderprediger, der die Leute auffordert, nicht mehr zu arbeiten, nicht mehr Gericht zu halten, aber auf die Zeichen des bevorstehenden Weltuntergangs zu achten. Eine göttliche Gerechtigkeit, die einen Unschuldigen als stellvertretendes Opfer annimmt. Der Lehrer, der seine Jünger sein Blut trinken heißt. Der betet, um Wunder zu wirken. Sünden an einem Vater Gott verübt, werden durch einen Sohn Gott gesühnt. Verheißungen des Lohnes in einem ungewissen Jenseits, zu welchem der Tod die Pforte ist. Die Gestalt des Kreuzes, das Symbol in einer Zeit, welche die Schmach des Kreuzes nicht mehr kennt. Wie schauerlich weht uns dies alles an. Wie ein modriger Hauch aus dem Grabe uralter Vergangenheit. Sollte man glauben, dass so etwas noch geglaubt wird?